Drahtzieher hinter der Geiselnahme war nach eigenem Bekunden Mokhtar Belmokhtar. Er hat in einem Video im Internet die Verantwortung dafür übernommen und den Abzug der französischen Truppen aus Mali gefordert. Der 40-jährige Dschihadist aus Algerien hat unter anderem den Spitznamen Mr. Marlboro, weil er seinen Gotteskrieg auch mit Geld aus Zigarettenschmuggel finanziert. Vor 2 Jahrzehnten ließ er sich in Afghanistan von Al-Qaida-Kämpfern ausbilden. Später, wieder zurück in Algerien, kämpfte er bei der militanten Islamistenbewegung Jia. Zuletzt gehörte Al-Qaida im Maghreb an, bis er Ende vergangenen Jahres seine eigenen Brigaden abspaltete. Seine Brigade, die mit dem Blut unterzeichnen, auch die Brigade der Maskierten, bezeichnete die Aktion in Algerien als lange geplant und als Vorboten für ähnliche Akte.